Mahlzeit, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Beziehungsweise Toda, schön, dass du da bist. Ich habe schon gesehen, auf Twitch, dieses Spiel wird von niemandem gespielt. Weltweit. Supergeil. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir irgendwelche neuen Zuschauer kriegen. Aber ich erwarte, dass irgendjemand hier ist, der dieses Spiel feiert. Okay, niemand aus unserer Community. Du bist der einzige Stream. Oha, ja! Keiner spielt dieses Spiel, obwohl es kostenlos ist. Und obwohl es gar nicht mal so scheiße ist. Wirklich nicht. Ich habe euch gestern oder so unter Neuigkeiten geschrieben. Es streamt schon einige. Wenn du auf Deutsch stellst, streamt keiner. Ich und Kirby feiern. In welcher Welt lebst du denn? Ich habe euch gestern oder vorgestern Tipps gegeben, wie ihr kostenlos 100 Äpfel kriegt, wie ihr noch andere Belohnungen kriegt und wie ihr nochmal andere Belohnungen kriegt. Also es gab irgendwie 5 Sachen, die man sich kostenlos abholen konnte. Ich habe es schon mal getan, außerhalb des Streams, hätte ich vielleicht im Stream machen sollen. Und jetzt spiele ich einfach mal. Let's go, aufbrechen. Er streamt sowas, aber kein SNES oder Mario Maker. Jonas, mache ich alles. Einer streamt jetzt noch. Krasse Scheiße. Also eine Person deutschlandweit streamt auch noch das Spiel. Heftiger Shit, Mann. So. Buja. Es ist eigentlich zu laut für euch. Übrigens, wir spielen auch gleich online, wenn ihr Bock habt mitzumachen, Jonas. Das Spiel wird richtig schwer noch später, habe ich gehört. Die sollen ein neues Kirby-Spiel rausbringen, aber nicht so ein Dogshit. Junge, es ist kostenlos, was willst du? Ne? Kauf dir lieber ein Fortnite-Skin für 20 Euro. Wovon du halt gar nichts hast. Auch so ein bisschen Optik. Buja. Oh, Brownie ist in Gefahr. Der Brownie, der ist in Gefahr. Und Elzala. Ein Kirby-Spiel dauert halt lange in der Entwicklung. Let's Fortnite. Okay, spielen wir halt Fortnite. Oh, oh. Zum Glück gibt es hier auch, man sollte halt viel öfter mal ZR benutzen. ZR ist Schild. Alter, was ist das? Lass Fortnite spielen. Ich habe mir keinen Skin geholt. Die waren alle nicht gut genug. Die waren irgendwie scheiße. Gerade für 20 Euro kaufen die nicht so eine Scheiße, Mann. Da spiele ich lieber für 0 Euro Kirby. Jetzt Salah. So, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gleich mitspielen. Ich bin jetzt Level... ich weiß gar nicht, was für ein Level ich bin. Oh, oh Gott. Ich habe noch eine Minute Zeit für diese Mission. Hä? Ah, ich bin tot und das kurz vorm Ziel. Wie doof ist das denn? Kann man mich irgendwie resten? Und Shy Guy ist nur noch ein Brownie. Vielen lieben Dank für dein Follow. Vor allem schützt er das Spiel, obwohl er genauso viel In-App-Käufe machen kann. Nein, das stimmt nicht. Du kannst hier zwar irgendwie... Nee, du kannst... Ich weiß gar nicht. Du kannst hier wohl In-App-Käufe machen. Aber die brauchst du halt nicht so. Du kannst komplett ohne leben. Wir kennen uns nur... Aber nur auf YouTube. Neox T, herzlich willkommen. Wie heißt denn du? Auf YouTube. Nice. Schön, dass du hier bist. Die Zeit ist abgelaufen. Ich hab... Möchtest du 3 bezahlen, um 30 Sekunden hinzuzufügen? Nee. Mission beenden? Ja. Ich bin's, Melonsurfer. Oh, Melonsurfer, mega nice. Diese Äpfel sind selten. Nö. Ich hab. Du brauchst halt Äpfel, um die Mission freizuspielen. Du bekommst aber für jede Scheiße Äpfel. Hier, wie du siehst, 5 Äpfel bekommen. Eine andere Mission spielen. Ich habe noch über 200 Äpfel, aber ich möchte sparsam sein, weil ich nicht weiß. Wie teuer das alles später wird. So. Aber jemand hat das Spiel ohne irgendetwas zu kaufen durchgespielt.
Alter, der ist halt Level 8. Wir sind Level 7. Gucken wir mal hier. Auch Level 8. Holy moly, wir machen mal online. Online Plaza. Du musst dir die Äpfel nicht kaufen, Jonas. Wie oft denn noch? Freundesspiel. Spielt das Spiel gerade ein Freund? Lass mal gucken. Wolfenstein. Super Nintendo. YouTube. Fortnite. Kaufen sich jetzt alle Skins für 20 Euro und freuen sich, dass einfach nichts passiert ist. Ja, spielt halt einfach keiner. Spiel finden. Schau die Preise an. Ja. Freut mich für die Preise. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Spiel hat bereits begonnen. Ich komme online, Kirby. Ist das dein Ernst? Spiel erstellen. Dünen. Ah, hier haben wir... Nee, hier haben wir noch lange nicht alles. Und... Oh, Neox kommt auch. Mega. Dann warte ich jetzt. Ich muss mal gucken. Eventuell kann ich gleich neue Rüstung kaufen. Eventuell kaufen wir uns gleich neue Rüstung. Oh, wir sind voll. Nächste Runde mache ich ein neues auf. Bin beim Titel. Nächste Runde mache ich neu auf, okay? Alter, der ist halt 49 und hat einfach so eine... Seht ihr das, was der für eine Rüstung hat? Das sieht aus wie ein Galaxy-Skin für 20 Euro bei Fortnite. Ach nee, für 800 Euro. Du brauchst ja ein Galaxy-Handy. Du brauchst ja ein Galaxy-Handy dafür. Der hat ja richtig geile Ausrüstung. Und ich glaube, der hat keinen Cent dafür bezahlt. Carrie ist da. Alter, hat der eine geile Ausrüstung. Aber es leckt auch. Es ist auch ein Asiate. Warum ist ein Asiate auf einem auf einem deutschen oder EU-Server? Warum spielen diese Asiaten auf europäische Server? Ich verstehe es nicht. Super Nintendo. Ja, Super Nintendo ist halt echt scheiße, was online angeht. Seit wann hat Nintendo Server? Ja. Noch nie, aber sie bezahlen. Wir bezahlen für Server, die es nicht gibt. Scheiß Abzocker. Warum lag das bei dir so? Weil wir mit einem Chinesen spielen und es gibt keine Server bei Nintendo. Ich gehe jetzt in den Shop und schaue mir die Preise an. Warum, Jonas? Warum? Was hast du davon? Oh, Eisbert erscheint. Ah, ist das geil, das Spiel, Mann. Dafür bezahle ich gerne für online. Kirito, herzlich willkommen. Und Leso auch. Ich spiele gleich WoW, ganz ehrlich. Da lecken die Server nicht. Kostet genauso viel. Das Note 9 kostet zum Launch 1300 Euro. Boom. Ja, viel Spaß, ne? Wie gesagt, wenn du Musik hören willst, kannst du das Handy nicht gleichzeitig laden mit Kopfhörern. Außer du holst dir die drahtlosen In-Ear-Kopfhörer, die über 100 Euro kosten, die qualitativ gar nicht mal so viel besser sind wie andere. Es gibt von anderen Firmen günstigere Kopfhörer drahtlos für 30 Euro, 20 Euro. Oh, das Schärfste ist von den iPhone In-Ears, die kannst du nur mit iPhones benutzen. Also viel Spaß, wenn du dann irgendwann doch mal dein Handy wechselst. Dann kannst du die 100 Euro In-Ear auch wegwerfen. So, chinesische Zeichen kenne ich sehr gut. Okay. War das chinesisch oder war das japanisch? Das ist japanisch, achso. Geh auf Freundspiel. Machen wir. Level 8. Das müsste japanisch gewesen sein. Ja, immer diese Japaner, Mann.
Und wir haben Feuerfragment bekommen. Ich gehe mal kurz zum Dorf zurück. Ich nutze doch generell nur Bluetooth-Kopfhörer. Ich mache gleich eine Lobby auf. Ich gehe nur kurz in den Shoppie. In den Kramladen. Spielst du heute wieder WoW? Ja, ich spiele jeden Tag WoW. Auch heute wieder. Oh. Hä? Das Reckenschwert haben wir bereits schon gekauft. Guck, wir haben 222 Äpfel übrigens. Was brauche ich eigentlich hierfür? Die Sachen sind alle noch nicht freigeschalten. Warum nicht? Okay. Sticker, Äpfel. Oh, die sind gerade im Angebot, Digga. Die sind bei mir gerade im Angebot. Aber ich brauche keine Äpfel. Guck mal, 250 Äpfel kosten 2 Euro. Ich weiß gar nicht. Also wie gesagt, aktuell braucht man noch gar nichts. Ich bin mal gespannt. Lass jetzt erstmal online spielen. Ich verstehe nicht, was diese Glocke hier macht. Abenteuerglocke, was ist das? Ach so, ich kann alle 24 Stunden auf diese Glocke drücken. Und dann kriegt man halt Äpfel umsonst. Ah, ich verstehe. Partymission, Online Plaza. Und Chiplore, herzlich willkommen. Geh bitte auf Freundschaft. Hab ich. Hä? Spiel finden, Spiel erstellen. Freundspiel. Spiele eine Partymission über das Internet. Team erstellen. Die Frage ist, warum kann ich noch keine anderen Missionen erstellen, außer diese drei? Du kannst im Hintergrund auch Äpfel ernten. Ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis, mache ich gleich. Ich mache noch ganz schnell unter Bot-Befehle. Top, Chatter, Discord. Top-Chatter, Twitch, Top-Watcher, Twitch. Random Robin ist da, CTU ist da. Einer, Alter, du bist Level 51, du hast durchgespielt, ne, ohne einen Apfel zu kaufen. Ich bin Random Robin. Hä, ich dachte, du bist nicht... Ach doch. Wir können nicht starten. Wir können nicht starten. Warum können wir nicht starten? Wieso? Ach so, ihr müsst auf OK drücken. Jetzt können wir starten. Lol. Edzala. Übrigens, ich habe keine PC-Probleme mehr. Die sind weg. Was habe ich getan? Ich habe den Grafiktreiber komplett deinstalliert. PC neu gestartet und den Grafiktreiber komplett neu installiert. Und jetzt funktioniert alles. Es war halt einfach nur der Grafikkartentreiber. Und jetzt werde ich wahrscheinlich keine Treiber mehr updaten. Weil ich Angst habe, dass ich dann wieder Probleme habe. Also ich bleibe jetzt einfach auf der Version. Wenn es neue geben sollte irgendwann mal. Ich werde mir die neuen holen. Alter, weil du Level 80 bist, ne, Kappa, ist das hier One-Hit. Wie schaltet man neue Missionen frei? Fragezeichen. Muss ich Singleplayer spielen oder was? Besiegt von Situ. Im Singleplayer schaltet man neue frei. Alter, guck mal. Wir haben schon wieder 7 Äpfel bekommen. Oh. Eine andere Mission spielen.
Ah, Äpfel und Mehl müssen 12 Stunden reifen. Und dann kann man sie neu ernten. Muss ich gleich mal gucken, ne? Also hier gibt es übrigens noch, da unten rechts, seht ihr das? Da gibt es noch ganz viele Missionen, die man machen kann. Heldenziele, hier. Zerbrich zweimal Kokosnüsse. Meistere und erhalte eine Silbermedaille. Meistere als Hammermann. Dann benutzen wir mal den Hammermann. Mit dem müssen wir, mit dem muss ich jetzt, das Ding beenden. Hammermann! Toda! Let's go! Komm her! Lad dir das Spiel kostenlos. Kostet dir halt nichts, ne? Alter, dieser Hammer. Ich finde irgendwie alle Kirbys kacke, außer der mit dem Schwert. Hier, durch diesen Hammer kann ich halt nicht mal... Ich kann nicht mal springen, Mann. Bin aber scheiße in Kirby. Ich auch. Ich lad's dir. Lad's dir. Wie gesagt, ich bin noch Level 4. Nee, ich bin jetzt Level 8, ne? Aber let's go. Ich kann mit diesem Hammer nicht fliegen. Wisst ihr, was richtig scheiße ist? Spielst du Link's Awakening zu 100%? Also spielen werde ich es auf jeden Fall. Ich werde es mir gleich kaufen. Ich werde es gleich kaufen. Was richtig nice ist, ich werde noch Luigi's Mansion 1 in HD zocken mit euch. Ich werde noch Luigi's Mansion 1 mit in HD zocken. Meister oder halte die Silbermedaille. Besiege Horn, bla bla. Oh, ich muss ihn selber besiegen. Ich muss ihn selber besiegen, Leute. Also ich muss den letzten Schlag machen wahrscheinlich. Ja, das kann man ja leicht machen, indem man einfach Singleplayer spielt, Azala. So. Einmal alle aufbrechen. Drück mal auf los. CTU. CTU. Let's go. Einfach Level 51, Mann. Du hast das Spiel richtig gesuchtet, ne? Ich kaufe mir auch Teil 3. Teil 3, mega. Wie gesagt, bevor Teil 3 kommt, das ist am 31. Oktober, Halloween, werde ich noch Luigi's Mansion 1 in HD hier auf diesem Kanal live mit euch durchzocken. In einem, ja, wahrscheinlich in einem Run. So ein 6-Stunden-Stream oder 8-Stunden-Stream. Ich glaube, man kann das Spiel so in 6, 8 Stunden durchspielen. Vielleicht mache ich das ja in einem einzigen Stream. Als großes Event. Du musst dich auf Pokémon-Match vorbereiten. Was für ein Pokémon-Match? Wovon reden sie? Wir haben ihn nicht besiegt, oder? Oh, ich habe einen Perfekt hingelegt. Ihr müsst zur richtigen Zeit drücken. Und ich habe einen Perfekt, Alter. Du bist in der Pokémon-Liga aktiv. Aha. Was für eine Pokémon-Liga. Wait for me. Toda, wir warten auf dich. Na okay, wir warten nicht auf dich. In den 6 Minuten schaffen wir noch 1-2 Matches. Ach, Digga, Mann. Warum hast du es dir noch nicht runtergeladen?
Warum hast du es dir noch nicht runterladen? Es ist doch kostenlos. Ist doch scheißegal. Also, ne, so scheiße kann es nicht sein. Dass man es sich nicht runterlädt. Ist auch ein gutes Gelegenheitsspiel, so. Wenn du gerade in der Bahn bist, unterwegs. Das Spiel kannst du super geil in Handheld zocken. Das macht mega Spaß. Das Spiel kannst du offline zocken. Das musst du sogar teilweise offline zocken. Besiege Team Erstkontakt. Lasse niemanden zu Boden gehen. Meister unterhalte die Silbermedaille. Du musst das sogar offline teilweise spielen. Es gibt nämlich einen Offline-Modus und das hier ist jetzt der Online-Modus. Ich spiele auf der Busfahrt 11 Stunden. Ey, dann hast du es vielleicht sogar durchgespielt. Ich habe jetzt Thief Simulator. Mega. Wie findest du Thief? Ich muss auch noch Thief Simulator weiterspielen. Aber ich muss da gerade irgendwie leveln. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon wieder alles vergessen, wie man das Spiel steuert und so. Muss ich mir aber bei Gelegenheit jetzt demnächst nochmal anschauen. Ich habe übrigens noch ganz viele andere Spiele, die ich zocken muss. Werde ich euch gleich mal zeigen. Zum Beispiel Doom 3. Resident Evil 1. Alles für die Switch. Und Ace Attorney. Das muss ich auch noch zocken. Das sind sogar drei Spiele, ne? Ace Attorney sind drei Spiele. Will ich auch zocken? Da gab es jetzt einen Deutsch-Patch. Toda, da gab es einen Deutsch-Patch. Das Spiel ist jetzt komplett auf Deutsch. Das Spiel gibt es jetzt komplett auf Deutsch. Ja, du musst ein Tutorial, glaube ich, spielen. Ein Kampf ist das. Dennis HD, moin. Herzlich willkommen. So, wieder 8 Äpfel bekommen. Wir kriegen halt einfach, wir werden mit Äpfeln bombardiert. Aber ja, man muss sie sich ja, also man muss sich überhaupt nichts kaufen, Mann. Eine andere Mission spielen. Ich hole mir auch Doom 3. Doom 3 ist ein mega geiles Spiel. Werden wir ihn noch streamen. Meister innerhalb von 40 Sekunden? Hä? Haben wir das nicht geschafft? Meister innerhalb von 25 Sekunden. Meint ihr, wir können ihn in 25 Sekunden töten? Sollte machbar sein, oder? Thief Simulator! Ich denke, du hast jetzt Thief Simulator geholt. Hä? 2 Minuten. Da. In 25 Sekunden schaffen wir das? Dann mach mal Schaden. Mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden. Ja! Wir sind so gut, aber wir haben auch ein Level 50. 50er. Ich wollte Kirby Battle Royale. Ja, ohne Server gibt's kein Battle Royale. Ist unmöglich technisch. Ich meine, wenn es schon mit 4 Leuten laggt, wie soll's denn mit 100 Leuten sein? Ne? 13 Sekunden haben wir gebraucht. Alter. Ich bin halt auch schon fast Level 50. Das gibt's auf dem 3DS-Kappa. Ich glaube, wir müssen jetzt Singleplayer weiterspielen, Toda. Sonst können wir hier keine Missionen freispielen. Aber wir können trotzdem noch ein bisschen spielen. Meister innerhalb von 30 Sekunden. Lass niemanden zu Boden gehen. Hä? Das haben wir doch gemacht. Das haben wir doch schon gemacht, oder? Dass jemand das innerhalb von 30 Sekunden. Wir versuchen es nochmal. Toda, nee, ich glaube, ich muss gleich eine Runde Solo spielen, damit ich im Multiplayer was freispiele und dann werden wir natürlich wieder Multiplayer spielen, Toda. Also es wird dann eine ganz kurze Unterbrechung geben. Muss ich mal gucken, ich weiß nicht. Vielleicht kann Situi das uns gleich erklären. Er hat das nämlich durchgespielt, das Spiel.
ohne einen Cent zu zahlen. Und später sollen es wohl richtig krasse Kämpfe noch geben. Das jetzt ist nichts dagegen. Es macht schon richtig Fun, Mann. Oh! Alter, Leute, nicht zu Boden gehen. Das war's schon. Was hast du für eine goldene Ausrüstung, Mann? Das ist ja mal richtig heftig. Aber wie es aussieht, hast du auch noch nicht die krasseste, ne? 19 Sekunden haben wir es geschafft. Nice. Übrigens, online gibt es Erfahrungsbonus. Hier, steht ja da. Guck mal. Level 10 bin ich jetzt. 10 von 10? Hä? Du hast das Maximallevel erreicht. Hä? Du hast das Maximallevel erreicht. Wenn du den Heldenrang 50 erreichst, erhöht sich dein Maximallevel. Heldenrang 50? Wie kriege ich denn Heldenrang 50? Wie level ich meinen Heldenrang? Und ich habe schon wieder 4 Dinger bekommen. Ich habe schon wieder 4 Äpfel bekommen. Ich gehe mal kurz raus. Wie kriege ich einen Heldenrang 50? Wo suche ich überhaupt meinen Heldenrang? Du musst Heldenmissionen für Heldenrang machen. Nein! Du meinst Heldenziele? Das hier? Was für einen Heldenrang habe ich? Wo sehe ich denn, was für einen Heldenrang ich habe? Wo sehe ich denn, was für einen Heldenrang ich habe? Oh, Heldenziele muss ich machen, Leute. Heldenziele sind diese Missionen, die ich gerade gemacht habe. Ich habe Heldenrang 47. Also ich muss noch 3 Missionen schaffen. Wie ernte ich ihn? Ach, einfach den Typen ansprechen. Und ich habe schon wieder 10 Äpfel bekommen. Siehst du? Und Jonas erzählt mir was von wegen, ich muss hier Äpfel kaufen. Das ist totaler Dreck. Hier, Geheimwort. Könnt ihr übrigens die Geheimwörter eingeben, die ich euch geschickt habe auf Discord. Da bekommt er dann auch nochmal 100 Äpfel oder irgendwas. Und hier gibt es auch noch Amiibo. Da kannst du die ganzen Amiibo scannen. Soll ich mal ein Amiibo scannen? Let's go. Wir scannen jetzt ein Amiibo. Ich habe hier so ein Spelettling. Das ist kein Amiibo. Wie, das ist kein Amiibo? Willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich komplett verarschen? Was ist denn das dann? Ein Chinese? Ah, es gibt Feuerfragmente. Okay, dann lass ich es sein. Kein Bock mehr. Keine Ahnung, was ich mit den Fragmenten machen soll. So, Missionen. Ich guck mal ganz kurz, was es hier noch gibt für Heldenziele. Lasse niemanden zu Boden gehen. Meistere als Dings. Besiege Hornoram. Ach so. Ach so. Die Ausgekrauten, das sind die, die ich schon habe. Ich brauche die nicht Ausgekrauten. Ah, ich dachte genau umgekehrt. Ich dachte genau umgekehrt. Wollen wir nochmal online machen? Komm, online. Wo sehe ich denn meine Heldenmission, Digga? Ich versteh's nicht. Also die nicht ausgegrauten muss ich machen. Nee, warte, wie rum war das jetzt? Ja, die nicht ausgegrauten muss ich machen. Verwende einen Krafttrank. Erhalte eine Platinmedaille. Siege mit einer Waffe der Seltenheit von mindestens 5. Jonas, was los? Siege mit Tapferkeitshammer. Was ist ein Tapferkeitshammer? Lass mal kurz in den Shop gehen und gucken. Wo habe ich gesagt, dass man Äpfel kaufen muss? Nirgendwo. Nee, das hat Andilo gesagt. Er hat gesagt, das Spiel ist pay to win.
Man muss ganz viel Geld bezahlen. Das Spiel ist scheiße. Hat's aber nie gespielt. So. Tapferkeitshammer, da ist es doch. Hab ich sogar schon. Oh, die Sachen wirken dauerhaft. Das ist ja heftig. Das ist heftig hier. Diese ganzen Sachen wirken dauerhaft. Lass uns mal so einen Florian kaufen. Man bekommt dauerhaft mehr Sachen. Wirkt dauerhaft. Mehr Geschenke beim Läuten der Abenteuerglocke. Eine Aufwertung der Kraft. Tschüssogi, herzlich willkommen. Also diese Hilf-Items sind auch mega geil, Leute. So, wir machen jetzt nochmal, wir spielen jetzt nochmal mit euch zusammen. Und ich hab einfach schon wieder was bekommen, Leute. Jetzt kann ich bis Level 20 leveln oder sowas. Lol. Okay, jetzt können wir bis Level 20 leveln. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sit you, wir kommen. Let's go. Halte, nein. Wie, du kommst gleich. Bestehe ohne Schaden zu erleiden. Meister eine Mission mit allen vier Rollen. Angriffstrank. Mit Tapferkeitshammer. Let's go. Das kann ich machen mit Tapferkeitshammer. Ich spiele gleich mit. Rolle ändern. Schwerthammer. Waffe ändern. Tapferkeitshammer. Mega. Und ihr habt gerade gesehen, hier Heldenrang ist 52 jetzt bei mir. Das heißt, ich kann jetzt bis Level 20 oder so leveln. Wie benutze ich in Hilfs-Items? Ach, ich habe sowieso 0 von 1, ne? Was war die Mission? Ich soll... Nö, alles gut. Let's go, dann machen wir das jetzt. Sit You und Random sind da. Und Toda spielt gleich mit. Bin blau. Wie, du bist blau? Halte oben und B gedrückt. Was stand da? Um irgendwas zu tun. Heldenrang über 200. Alter. Hast du dir die Florianten alle gekauft? Ach, man kann damit aufladen. Hoch und B gedrückt halten, kannst du deine Waffe aufladen. Wie geil ist das denn? Ja, und ich soll das Level abschließen, ohne selbst Schaden zu erleiden. Das mache ich gleich, indem ich mich dann einfach zurückhalte, ne? Ihr macht dann alles. Hoch, B drücken und der macht einfach 1200 Schaden, Mann. Richtig krasser Shit, Mann. What? Nice. Einfach nice. Nächste Mission spiele ich mit. Mega. Ich muss gleich Singleplayer spielen, damit wir eine neue Mission machen. Ja, bis Level 20 kann ich werden. Oh, Alter, guck mal. Das gibt einfach mal
26 Äpfel. Wie steigt man Heldenrang, indem du die Mission machst? Jedes Level hat Mission. Nee, warte, jede Mission hat, wie nennt man das? Herausforderung. Nein, nein, guck. Heldenziele. Ich habe jetzt diese Mission hier. Also join mal. Wir sind jetzt in der Mission. Wenn du Y drückst, siehst du die Heldenziele. Jedes Heldenziel ist ein Heldenrang. Genau. Ich kann hier nicht joinen, da ist kein Team. Doch. Müsste da sein. Du musst auf online gehen. Eventuell musst du erst das Tutorial machen. Warte mal. Nein. Toda. Hier. Du hast einmal Story und einmal Party-Mission. Bei Party-Mission gehst du auf online, auf Freundspiel. So. Und hier drückst du auf R, um zu aktualisieren. Und ich mache jetzt eine neue auf, okay? Verwende einen Angriffstrank. Novizenausrüstung. So, jetzt könnt ihr nochmal joinen. So, Sityu ist da, Random Robin ist da, Toda ist da. Genau, du bist jetzt Level 3 schon. Genau, wenn du auf deine Figur drückst, kannst du hier noch deine Rolle ändern und deine Waffe und deine Ausrüstung. Die musst du dir natürlich kaufen. So, am Anfang ist es alles ein bisschen blöd, weil du hast halt nichts. Und Roundspark, wunderschönen guten Morgen. 14 Uhr. Okay, guten Tag. So, ich muss jetzt überleben, ohne Schaden zu kriegen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich werde mich jetzt mal zurückhalten. Oh, der Magier ist auch ziemlich geil. Kann ich irgendwie schießen? Nee. Okay, es ist halt unmöglich, keinen Schaden zu kriegen. Ich habe einen Schaden bekommen jetzt. Ich glaube, ich habe gerade Schaden. Ja, ich habe Schaden bekommen. Scheiße. Ich habe Schaden bekommen. Ich wurde gerade gehittet. Willst du mal mit mir Missionen machen, Level 66 Bosse? Nee, ich bin Level 10. Ich kann keine Level 66 Bosse machen. Toda hat keinen Schaden bekommen. Toda, wieso hast du die Missionen fertig? Frechheit. Ich hab die nicht. Und ich habe gerade versucht, die Mission zu machen. Und du kriegst sie halt einfach. So, ich bin Level 10. Kann bis Level 20 werden. Ah, Novizenausrüstung haben wir. Das ist nice. Gleiche Mission spielen. Gleich nochmal. Ich brauche die, ohne Schaden zu nehmen. Es gibt übrigens auch Buff-Items, da könnt ihr dann 30 Minuten doppelte Erfahrungspunkte kriegen und so weiter und so fort. Ich habe über 1000 Fragmente. Was macht man mit den Fragmenten? Dumme Frage, aber was macht man mit den Fragmenten? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Ich brauche den finalen Todesstoß. Wieso bin ich ganz vorne? Ich darf keinen Schaden bekommen. Oh. Hast du TikTok? Ja, natürlich habe ich TikTok. Jeder hat TikTok, Kappa. Sich freuen, dass man Fragmente hat. Oh nein, oh nein. Ja! Ich habe keinen Schaden bekommen. Man macht mit 1000 Fragmenten sich freuen, dass man Fragmente hat. Oh mein Gott. Ich will Final Hit. Ist schon zu spät. Final Hit ist vorbei. Toda, du warst zu langsam. Hast überhaupt einen Hit gemacht, Kappa? In 12 Sekunden den Boss gelegt.
Aber es liegt daran, dass wir City dabei haben, der ist halt Level 50, ne? Wir machen Level 3 Missionen. Ich habe halt gesuchtelt. Bestehe ohne Schaden zu erleiden. So. Meister eine Mission mindestens 20 Mal. Mit jemandem. Wie ist das Spiel, Sio? Sieht irgendwie simpel aus. Es ist auch sehr simpel. Macht durchaus Bock, wenn du dich drauf einlässt. Zack. Waffe ändern. Okay, ich habe noch keine Waffen. Du musst halt diese Heldenmission machen für die Mission. Und das erfordert, dass du eine Mission mehrmals spielst. Man muss Bock drauf haben. Meister eine Mission mit allen 4 Rollen? Hä? Ich verstehe diese Mission nicht. Verwende einen Angriffstrank. Habe ich überhaupt Angriffstränke? Ja. Ah! Angriffstrank benutzt. Ich habe jetzt den Angriffstrank benutzt. Da oben ist diese Muskelzeichen. Das ist eine Mission. Das ist einfach zu benutzen. So, fertig. Mission fertig. Irgendwie kriege ich die Heldenziele nicht. Ach, 4 Rollen heißt, dass jeder eine andere Rolle spielen muss. Citio, warum bekommt Toda die Mission nicht? Ah, Toda, es kann sein, dass du die Mission nicht kriegst, weil du diese Mission selber noch nicht freigeschalten hast bei dir, lokal. Weil sonst könnte Citio ja jetzt auch irgendwie welche Level 60 Missionen spielen mit uns. Ich glaube, du musst die Mission erst freispielen bei dir. Oder? Citio, weißt du da was? Aber jetzt habt ihr den besiegt, ohne dieses Fragment einzusammeln. Das ist die Tutorial-Mission, die habe ich. Bekomme nur ich die, weil ich der Host bin? Das ist aber mega dumm, das glaube ich nicht, oder? Citio, hast du da Ahnung? Könntest du mal wieder Smash spielen? Smash laggt halt immer noch, ne? Es hat sich halt überhaupt nichts geändert. Aber ich muss auch Splatoon mal wieder spielen. Ich muss auch Mario Maker mal wieder spielen. Smash ist auch dabei. Ja, ich schaue mal, was sich machen lässt. Ich will so vieles spielen. Ich will und muss so vieles spielen. Ich weiß nur noch nicht wann. Zeit. Mädels. Ich brauche Zeit. Toda! Muss Singleplayer-Missionen für Missionen machen. Oh, wie jetzt? Hier haben wir jetzt alle Heldenmissionen geschafft, Leute. Das seht ihr daran, dass da oben jetzt dieses Abzeichen ist und bei Missionen ist alles ausgemalt. Und hier brauchen wir nur noch eine. Meister eine Mission mit allen 4 Rollen. Nicer Dicer. Was brauchen wir hier noch? Halte eine Platin als Trank. Krafttrank. Komm. Ah, ihr seid rausgegangen, ne? Okay. Dann mache ich jetzt auch Singleplayer. Borderlands 3 musst du auch noch spielen. Ich muss auch noch... Ey, ich habe tatsächlich auch noch Spiele gekauft, die ich nicht einmal angefangen habe zu spielen. Sogar auf der Switch. Ich habe hier Ace Attorney Trilogie. 3 Teile sind das. Ich habe nicht mal einen Teil davon angefangen. Da habe ich ehrlich gesagt auf den Deutsch-Patch gewartet. Der ist jetzt rausgekommen. Das Spiel ist jetzt komplett auf Deutsch spielbar. Das finde ich mega nice. Werden wir uns auch noch antun? Ich weiß nicht. Im Stream erwarte ich 0 Zuschauer. Weil da ist halt optisch nicht viel zu sehen. Das ist halt eher so ein Kopfspiel. Das hier muss ich noch weiterspielen. Da sind 3 Teile drin. Ich bin immer noch im Teil 1. Super Nintendo will ich noch spielen. Ich habe halt hier... Warte... Resident Evil 4 muss ich noch beenden. Doom 3 habe ich noch nicht angefangen. Ich habe es mir gekauft und nicht gespielt. Auch mega dumm. Will ich auch noch spielen. Und Resident Evil... wo ist es denn? Hier, Resident Evil 1. Habe ich mir auch schon gekauft und auch nicht gespielt. So, das sind alles die Spiele, die ich jetzt gekauft habe und nicht gespielt habe. Den Rest habe ich alles... Müsste ich alles durchgespielt haben. Den Rest habe ich komplett durchgespielt. Nice. Wie viele Spiele hast du?
sehr viele. Hab richtig viele. Richtig viel. Richtig viel, Mann. Weißt du, was ich mir gekauft habe? Ich habe mir eine 400 GB SSD gekauft. SSD. Eine 400 GB SD. Davon sind jetzt noch 117 GB frei. Kostet übrigens nur noch 40 Euro oder so. Ja. Ist ziemlich günstig, finde ich. Für 40 Euro. So eine 400 GB SD-Karte für die Switch und du hast erstmal deine Ruhe. Das Ding hat früher, glaube ich, 300 Euro gekostet oder so, ne? Vor 2 Jahren. Mittlerweile kriegst du die 400er für 40 Euro. Das ist so heftig, wie der Preis sinkt. Conan, herzlich willkommen. Kann ich vielleicht mitspielen? Conan, sehr gerne. Aber ich muss jetzt erstmal kurz noch ein paar Single-Missionen machen. Warum ist denn hier so ein komischer Kopf oben? Was bedeutet das? Die habe ich noch gar nicht gemacht. Besiege ihn. Triff mit einem Feuerzorn. Verstehe ich nicht. Hallo Bot, ich mag dich auch. Keine Angst, werde dich carryen. Auf Pumpepunkt ist sie runtergesetzt von 200 Euro auf 86 Euro. Genau. Aber irgendwo gab es die jetzt sogar für 50 Euro oder 40 Euro Roundspark. Irgendwo gab es die für 40, 50 Euro. Die ist überall, die kostet überall nur noch 80 Euro. Bei Amazon müsste die, glaube ich, sogar irgendwas mit 70 Euro kosten. Du bist Level 70. Alter, Conan. Das ist ja mal richtig heftig. Ah, hier funktioniert das mit Hoch-B nicht. Das ist nur mit dem Hammer-Typen. Also die 400 GB SD-Karte, die lohnen sich halt einfach. Und die kosten unter 80 Euro, kostet so eine SD-Karte. Irgendwas zwischen 60 und 80 Euro, glaube ich. Hat aber früher über 200 gekostet. Oh, haben wir ihn besiegt? Nee, haben wir nicht. Ah, doch, haben wir. Ah, da kommt noch sein Freund. Der sieht irgendwie pervers aus, oder? Ich glaube, das Spiel wäre nichts für mich. Du brauchst meinen Freundescode. Gib Ausrufezeichen FC ein. Oder Ausrufezeichen Freundescode. Dann postet der Bot automatisch den Code. Oh. Na? Uff da. Danke, Bot, ich mag dich. Ja, wenn er mal funktioniert, ist er halt echt nett, ne? Der Bot. Jo, wir haben alle. Und jetzt müssen wir zur richtigen Zeit B drücken. Nee, A drücken. Ja, nah dran. Nicht komplett daneben. So. Und Buja, 17.000 Damage. Heftig. Damit ging er down. Freundschaftsanfrage erhalten. Und gewonnen. Oh, nur Bronze. Das ist mittelmäßig. 1 Minute 44 haben wir gebraucht. So, Level 11 von 20. Für mehr Level muss ich die Heldenmission machen. Bitte keine Angst vor mir haben. Warum sollte ich Angst vor dir haben? Guck mal. 6 Äpfel bekommen. Ich verstehe nicht, was ich mit den Fragmenten machen soll, Mann. Ich bin nicht OP. Also bist du mega OP. Erreiche Level 12. Meistere Mission 20 Mal als... Boah, was? Meiste mindestens 7 Story-Missionen. Ey, yo, ich habe eine neue Party-Mission. Freigespielt. Ich habe eine neue Party-Mission freigespielt. Wie kommt es eigentlich, dass du mittags streamst? Keine Ahnung.
Nimm einen Abenteuermodus auf eine Mission mit. Nimm einen Abenteurer. Besiege Blocky. Blocky müssen wir noch besiegen, Leute. Ah, ich muss Blocky besiegen. Und ich habe jetzt eine Mission für Multiplayer freigespielt. Ich streame auf dem Nachmittag, weil Wochenende ist. In der Woche kann ich es nicht. Überraschung, weil ich arbeiten bin bis 18 Uhr. Aber am Wochenende kann ich halt streamen am mittags. Vorausgesetzt, ich bin schon wach. Und diesmal bin ich um 4 Uhr morgens schon eingeschlafen, freitags. Also gestern bin ich um 4 Uhr morgens, also heute Morgen um 4 Uhr morgens bin ich eingeschlafen, deswegen kann ich mittags schon streamen. Wäre ich jetzt länger wach geblieben, hätte ich wahrscheinlich noch geschlafen. Hat er gestern Abend irgendwie noch damit gerechnet, dass du WoW zockst? Roundspark, genau das habe ich getan. Vielleicht hat die Glocke nicht funktioniert. Also redet man hier eigentlich von der Glocke? Ich bin noch so in YouTube drin. Hier gibt es gar keine Glocke, hier gibt es nur... Ey, auf YouTube hat alles viel geilere Namen, ne? Ich sag mal so, ich bin YouTuber, klingt viel geiler als ich bin Twitcher. Abonnieren klingt viel geiler als folge mir. Glocke klingt geiler als Benachrichtigung. Aktiviere die Benachrichtigung, aktiviere die Glocke. Wann habe ich mit angefangen? Ich glaube gegen 22 Uhr bis 0 Uhr oder so habe ich WoW gezockt. Und so 20 Uhr oder 19 Uhr habe ich vorher Spyro gezockt. Und beides gestreamt. Ich habe beides gestreamt. Und in WoW bin ich jetzt fast Level 30. Ich werde dich nicht carryen, bin ein Bot. Das verstehe ich nicht. Dieser Bot-Ausdruck, der kam ja jetzt durch diese Fortnite-Kiddies und soll ja bedeuten, dass du ein Noob bist, aber Bots sind keine Noobs. Ich kenne Bots, die sind, ne, wenn die gut programmiert sind, beziehungsweise Bots können halt cheaten. Die haben Aimbot, die haben Wallhack, die haben alles. Ein Bot weiß alles. Bots sind eigentlich richtig gute Spieler. Man versucht nur bei Bots immer zu simulieren, ja, dass sie Fehler machen, ansonsten würden sie halt perfekt sein. Und dann würdest du nie eine Chance haben gegen einen Bot. Spyro war ich da, aber der andere wurde mir nicht angezeigt, komisch. Liegt vielleicht daran, dass ich den Stream ausgemacht habe und dann 5 Minuten später oder so den nächsten Stream angemacht habe. Vielleicht funktioniert dann die Benachrichtigung nicht. Ist ja ähnlich wie auf YouTube. Wenn ich es auf YouTube gemacht habe... Auf YouTube erhält man, glaube ich, nur einmal am Tag eine Benachrichtigung von deinem Streamer. Wenn der mehrere Streams am Tag macht, kriegst du halt wirklich nur einmal eine Benachrichtigung. Vielleicht ist es hier genauso. Dadurch, dass ich schon einen Stream gemacht habe, wurden die Leute nicht benachrichtigt über den zweiten. Die Power des Bots merkt man bei Smash Bros. Eben, also Bots können halt eigentlich perfekt spielen. Die Kunst beim Bot ist halt, sie absichtlich schlechter zu machen. Damit Leute Chancen haben. Machst du Lobby auf? Ja, okay, ich mache eine Lobby auf. Let's go. Lass den Stream eventuell laufen und einen Pause-Screen. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich die bessere Variante, Roundspark. Hä? Ich habe Freundschaftsanfragen erhalten. Wer bist du denn eigentlich? Conan, wie heißt du auf der Switch? Ich weiß sonst nicht, wen ich annehmen soll. Die erste bin ich. Du bist Mint. Mint TD. Freund werden. 1400 Fortnite-Stunden. Let's go. Bum, 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 bum. Warte mal. So, meine Freundesliste ist voll. Das heißt, ich muss jetzt einen löschen, sonst kann man mir keine Freundschaftsanfragen mehr machen. Wartet mal. Mint TD? Fragezeichen?
Warum werde ich hier eigentlich so beschränkt von Nintendo? Der ist inaktiv. Freund löschen. Löschen. So. Und rein da. Partymission online. Freundspiel. So, Leute, kommt alle rein. Wir haben neue Missionen. Ab sofort sind neue Missionen verfügbar. Wahrscheinlich genau eine. Oh, tatsächlich ist hier eine neue Mission. Ist hier eine neue Mission. Und hier eine neue Mission. Das ist heftig. Meisterunterhalter eine Silbermedaille. Meistere mit Schwert. Meistere als. Ich weiß gar nicht, was das da ist. Magier. Besiege ihn innerhalb von 25 Sekunden. Okay, das schaffen wir. Let's go. Mit euch in der Gruppe schaffen wir es locker. Level 11. Zack. Ja, ich rüste hier jetzt erstmal nichts mehr aus. Melonenmann ist da. Mint ist da. Toda. Oder Zitju. Wer möchte kommen? Bin Level 10. What? Ich bin Level 11. Melonenmann ist 18. Und Mind TD On ist 70. Ich habe gerade die Ruinen freigeschaltet. Toda, komm schnell. Let's go. Oder Zitju. Ein Platz ist noch frei. Okay. Innerhalb von 25 Sekunden müssen wir ihn töten. Das schaffen wir, oder? Toda, möchtest du kommen? Oder sollen wir jetzt zu dritt starten? Zu zweit. Nice, er ist halt wirklich gekommen. Aufbrechen. One Hit, meinst du? Ja, ich bin gespannt, ob du den mit einem Hit töten kannst. Ich glaube nicht. Aber innerhalb von 10 Sekunden oder so geht er bestimmt down mit dir. Kann der irgendwas Besonderes? Mal gucken. Erst Level 6, Toda, was ist da los? Er hat sich das Spiel eben erst runtergeladen, obwohl es kostenlos ist. Also ich sage immer, Leute, es ist halt kostenlos, ladet es euch halt einfach runter, wie so eine Demo und schaut es euch einfach an. Und aber wie in jedem Spiel müsst ihr halt beachten, die ersten 10 Minuten im Spiel sind immer langweilig und scheiße. Das Spiel entfaltet sich immer erst im Laufe des Spiels. Das ist bei fast allen Spielen so. Das ist bei fast allen Spielen so. Besonders bei Rollenspielen. Da musst du immer erst ein paar Stunden spielen, um urteilen zu dürfen. 5 Missionen haben wir gemacht. Das sind 5 Heldenpunkte. Und ich habe jetzt 69. Oh. Wir spielen eine andere Mission. Ich kämpfe gegen Level 85 Gegner. Alter Schwede. Wenn ein Level 70er dabei ist, scheint es sehr anspruchslos zu sein. Ja, aber es. Ja, ist es auch. ich meine, es ist eine Level 8 Mission oder sowas. Und natürlich, wenn da ein Level 70er dabei ist, wird es sehr leicht. Oh, als Magier muss ich die machen. Zum Glück lese ich mir das hier vorher durch. Aufbrechen. Ich kann die Mission irgendwie nicht mehr machen. Toda, die kannst du nicht machen, weil du die noch nicht freigespielt hast, glaube ich. Was findest du besser, Doodlegod oder Doom? Ich kenne Doodlegod gar nicht. Oh doch, Doodlegod kenne ich. Hä? Doom ist doch viel besser. Hä, Doodlegod ist doch ein kostenloses Handyspiel, Mann. Das brauchst du dir doch nicht für die Switch kaufen. Toda spammt Nachrichten. Oh, Bann geht raus. Hä, ich kann mit Edelstein schmeißen. Ich bin voll der Chemiker. Wieso eigentlich Edelstein? Edel ist da gar nichts. Chemiesteine. So, Bann. Aber ich muss mich mal wieder rasieren. Das ist so. Diese Länge ist so ätzend. Das fängt dann irgendwie an zu jucken, so, ne? Weil die Barthaare sind halt irgendwie scharfkantig. Weil man sie halt irgendwann mal schon mal rasiert hat.
Und bei der Länge pieken die so in die eigene Haut rein. Ich gehe wieder in die Singleplayer. So ist langweilig. Nur Gruppenanführer kann Missionen machen. Ja, das ist ja kacke. Nur Gruppenanführer... Ich habe 30 Äpfel bekommen. Ist ja kacke, wenn nur Gruppenanführer Missionen machen kann. Dann bringt es ja wirklich nichts, mit anderen zu spielen. Das ist ja doof. Also für mich ist es jetzt nicht doof, aber für alle anderen ist es doof. Letzte Mission, dann gehe ich baden. Oh, du gehst baden? In der Badewanne oder wo? Wahrscheinlich in der Badewanne. Conan, vergiss nicht, auf Folgen zu klicken, hier auf diesem Twitch-Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Würde mich sehr freuen. Wann kommt Escapist 2? Habe ich schon mal gespielt mit Sanku vor 2 Jahren, glaube ich. Hä, aber das ist komisch. Toda, ich glaube, nur weil wir auf Freunde spielen, kannst du die Mission nicht machen. Wenn du online mit Randoms spielst, kannst du die Mission machen. Du kannst ja auch online mit Randoms machen, Toda. Da sollte das mit der Mission gehen. Und Conan sagt, jupp. Es ist halt wirklich nicht anspruchsvoll. Mit einem Level 70er. Uff. Innerhalb von 5 Sekunden down. Was bringt es mir, mit Randoms zu spielen? Ja, es ist halt Nintendo, ne? Toda, das ist halt Nintendo. Danke, Nintendo, für alles. Viel Spaß. Conan, ciao. Toda, die Online-Missionen sind andere Missionen als die Offline-Missionen. Oh, guck mal, wie viele Äpfel wir bekommen. Das ist einfach heftig. Und wir sind jetzt Level 83 in Heldenmissionen. Ein neuer Sticker ist verfügbar. Auflösen. Ich habe das Bedürfnis, WoW zu spielen, Leute. Holy. Aber ey, ich habe das Gefühl, mein ganzer Kanal geht bergab, wenn ich WoW spiele. Weil ich einfach keine Zuschauer habe bei WoW. Langfristig. Spiel WoW. Aber mir guckt bei WoW halt einfach keiner zu. Und ich kann es auch komplett nachvollziehen, warum. What? Wo es Ärger gibt, ist dieser Schurke nicht weit. Bestehe die Feuerprobe, um seine wahre Gestalt zu enthüllen. Alter! Okay, man muss die für 14 Äpfel kaufen, die Mission. Let's go. Kaufen wir. Gekauft. Spiel mal Demon Machine X. Das ist so geil, aber hol dir erstmal die Demo. Wie gesagt, ich kaufe mir jetzt erstmal gar kein Spiel, weil ich habe allein schon auf der Switch verdammt viele Spiele. Und das ist noch nicht alles, Leute. Ich habe auf Steam, habe ich mir 5 Spiele oder so gekauft, die ich auch alle nicht gespielt habe. Ey, ich hab ein Suchtproblem. Ich habe ein Suchtproblem. Ich habe mir Rainbow Six Siege gekauft, noch nicht einmal gespielt. Aber es liegt doch daran, weil ich ja jetzt einen PC habe und irgendwie 10 Jahre lang keine PC-Spiele mehr gespielt habe, dass ich jetzt halt einfach 10 Jahre, Spielerlebnis nachholen muss. Blair Witch habe ich mir gekauft, das habe ich aber innerhalb von 2 Tagen durchgespielt und gestreamt. Was für Spiele habe ich denn jetzt noch auf meiner Liste? The Evil Within 1, The Evil Within 2, muss ich auch alles noch spielen. Oh ja, das war's ja dann schon. Lol. Achso, ich habe aber noch eine Liste von Spielen, die ich spielen möchte, die ich noch nicht gekauft habe. Zum Beispiel Resident Evil 2 Remake. Darauf freue ich mich mega. Dann dieses, ich habe schon den Namen vergessen. Das kam letztens raus, es hat einen Online-Koop-Modus. Toffee, das könnten wir ja auch zusammenspielen. Das wäre richtig geil. Wenn du mit mir das zusammenspielst. Es ist aber ein PC-Spiel, du brauchst quasi ein PC. Ich weiß jetzt nicht, ob du PC-Spiele spielen kannst. Wo ist denn das? Ich habe den Namen vergessen, Leute. Wartet mal. Das Spiel geht online. Man kann es Koop spielen, bis zu 4 Spieler.
Ah ja, hier. The Dark Picture Anthology, Man of the Madden. Warte mal. Schau dir das mal an, Toffi. Vielleicht hast du ja Bock. Das hier. Schau dir das Spiel mal an. Die Spielzeit sind zwar nur so 5-6 Stunden, aber man kann online spielen und es spielt sich halt ähnlich wie... Ach, du hast es schon durchgespielt. Schade. Okay. Du hast es auf der PS4 gespielt. Ah, es gibt wahrscheinlich auch kein Crossplay. Verdammt. Das Spiel will ich auf jeden Fall auch noch spielen. Und wünschenswert wäre halt, wenn ich irgendwie einen Streamer oder irgendwie jemanden habe, mit dem ich das zusammen streamen kann. Aber ich habe noch Lesu, der wollte das Spiel auch spielen. Davon gibt es aber noch mehrere Teile bald. Toda, du könntest es dir holen. Ja, schau es dir auch mal an. Wie gesagt, das ist sehr interessant. Es ist ein Horrorspiel und jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich halt auf die Story aus. Finde ich sehr interessant. So, aufbrechen. Aber es kommen wohl noch weitere Folgen raus. Also es ist ein Spiel, was aus einer Staffel besteht mit mehreren Spielen. Aber die Spiele sind alle in sich abgeschlossen. Das nächste Spiel von denen soll in einem halben Jahr rauskommen. Genau. Das sind so abgeschlossene Kurzgeschichten. Und das ist quasi eine Episode von dieser Spielreihe. Es werden noch mehr Folgen. Ich bin gespannt. Und ich glaube, die gehen alle Koop online, ne? Und da kommt ein Loot. Oh, ein sehr langer Loot. Vielen lieben Dank für den Loot. Schon ewig kein Loot mehr gesehen. Flipman! Ich habe wieder Internet nach gefühlt 1000 Jahren. Flipman! Oh, das ist mega krass, Flipman, dass du hierher gefunden hast. Ich meine, ich bin jetzt seit 10 Tagen oder so gebannt auf YouTube. Das heißt, ich muss noch 80 Tage warten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich werde nie wieder zu YouTube zurückkehren. Mal gucken. Das Spiel könnte man auch locker in einem Stream durchzocken, weil es 4-5 Stunden geht. Ja, haben auch sehr viele gemacht. Ich weiß noch, am Tag 1, wo das rauskam, das Spiel war so gehypt auf Twitch. Jetzt spielt es kaum noch einer auf Twitch. Naja, sagt Flipman. Dann geht's halt hier weiter. Ja, hier habe ich halt nur 100 Follower. Mein Gott. Ist schon scheiße. Weil gefühlt 2 Jahre umsonst. Aber, ne... Wichtig ist, dass man überhaupt Zuschauer hat. Und hier habe ich gerade 11. Wobei ich 11 nicht weiß, ob 11 richtig ist. Weil irgendwie habe ich gefühlt immer 5 Bots in meinen Streams. Du hast hier keine Kinder, das stimmt. Wenn ich Fortnite spiele, ist die Lobby leer. Ich habe letztens hier Fortnite gestreamt, die Lobby war leer. Wenn ich auf YouTube Fortnite spiele, ist die Lobby sofort voll mit 20 Leuten. Hattest du damals auf YouTube 3000 Zuschauer? Naja, okay, ich hatte immer sehr wenige Zuschauer. Sehr viel weniger, als du sie hast. Du hast ja im Durchschnitt richtig viele gehabt auf YouTube. Also dich müsste es ja hier noch viel mehr treffen, wenn du hier nur noch 10 Zuschauer hast. Ich glaube, auf YouTube hattest du im Schnitt immer so 30 bis 60 Zuschauer, ne? Ja, hatte er. Es gibt Leute, die halt nicht schreiben. Auf YouTube hatte ich halt nicht das Problem, wenn ich Nintendo Switch gezockt habe, dass die Lobby leer blieb, ne? Die Lobby war immer sofort voll. Sei es Splatoon, die Lobby war immer voll. Wenn ich hier Splatoon spielen würde, ich glaube, es wird einfach niemand joinen, außer halt die wirklich Power-Zuschauer. Wie halt, also die ja gerade hier sind. Das sind quasi meine Power-User. Mein Maximum war mal 120 Zuschauer. Normalfall waren es 20. Ja, okay, ich hatte auch schon... Oh, Zeit ist abgelaufen. Wie dumm ist das denn? Nee, ich benutze keinen Apfel dafür. Mein Max... Also ich glaube, ich hatte mal 80 Zuschauer oder so. Das war auch richtig heftig. Ich weiß gar nicht, bei Twitch wurde ich doch auch einmal geradet. Ah ja! Hier auf Twitch? Ja, okay. Auf YouTube war mein Maximum 80 Zuschauer. Hier auf Twitch war mein Maximum, ich glaube, 400 Zuschauer. Alter, und ich hab gerade WoW gezockt oder so. Da wurde ich mit, da wurde ich irgendwie mit 500 Leuten oder sowas geradet. Da habe ich WoW gerade gezockt.
Alter, das war schon ein krasses Erlebnis. Das hatte ich auf YouTube in den ganzen 2 Jahren nicht einmal, ne? Da hatte ich hier dann einfach auf einmal 300 Zuschauer. Sowas gibt's halt auf YouTube gar nicht. Ich bin jetzt übrigens auch bei jedem Stream dabei. Ja, aber wie gesagt, ich streame in letzter Zeit auch sehr viel WoW. Das ist halt für sehr vielen von euch halt einfach nichts. Ihr könnt damit nichts anfangen. Gerade weil ich halt eine Switch-Community aufgebaut habe. Ihr habt alle eine Switch und dadurch, dass ich jetzt einen PC habe, spiele ich doch sehr viel PC-Spiele, die dann einfach für allen von euch uninteressant sind. Deswegen ist es eigentlich gar nicht mal so scheiße, dass ich jetzt auf Twitch streame und so oder mehr oder weniger eine neue Community aufbaue, die dann sich halt auch mal für PC-Spiele interessieren. Ich finde WoW nicht schlecht. Ja, aber wenn ich jeden Tag 5 Stunden WoW spiele, dann, also viele fanden WoW nicht schlecht. Aber so nach 10 Stunden Zuschauen hatten sie dann halt auch keine Lust mehr. Ich habe noch 1 Minute 30 Zeit. Sehe ich irgendwo, wie viel Leben der noch hat? Oh, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Nee, ich bin nicht tot. Macht mal Schaden! Schaden! 1 Minute noch. Bei Twitch ist das Chat-System viel besser, weil die Nachrichten einfach direkt ankommen. Ich habe gesehen, die Verzögerung ist auch viel geiler. Wir haben hier nur 4 Sekunden oder so Verzögerung. Also das, was ich hier gerade mache, seht ihr in unter 4 Sekunden bei euch. Oh, 36 Sekunden noch, wir haben es diesmal geschafft. Hab mal Kirby Clash geändert. Wie, du hast Kirby Clash geändert? Die Verzögerung ist richtig nice, Toda, oder? Aber es liegt auch daran, ich habe bei YouTube auf 1440p gestreamt. Deswegen hatten wir da eine 10 Sekunden Verzögerung. Und 10 Sekunden sind auch in Ordnung. Aber als ich 4K gestreamt habe, hatten wir eine Verzögerung von 30 Minuten. 30 Sekunden. Minuten. Von 30 Sekunden. Wenn ich hinter dir sitzen würde und hinter dir den Stream anschauen würde, würde ich fast keinen Unterschied merken. Ja. Übrigens, ich überlege, ob ich meinen Greenscreen, das hier ist der Greenscreen, ob ich den irgendwie einfach abbaue. Das Problem ist, hier ist eine weiße Wand. Das würde einfach hässlich aussehen. Hier auf Twitch gibt es halt so viele Leute. Greenscreen ist auf Twitch einfach out. Ich glaube, keiner guckt Leute auf Twitch, die einen Greenscreen haben. Weil viele machen halt auch Just Chatting und so. Das ist halt immer blöd mit einem Greenscreen. Genauso wie hier, seht ihr das? Hier hinten so, das ist hässlich. Das ist hässlich, Mann. Das muss. Ich will das nicht mehr haben. Ich bin unzufrieden damit. Zum Dorf. Team Kirby besiegt den Mann mit Umhang. Doch er konnte auf die andere Seite des Vulkans entkommen. Um den Mann mit Umhang zu stellen und das Königreich vor anderen wilden Gegnern zu schützen, reist Team Kirby zum nächsten Gebiet, dem Vulkan. Mann mit Umhang, diese Namenskreation. Kirby, gratuliere zur bestandenen Feuerprobe. Wir haben die Feuerprobe bestanden. Ufta, die Äpfel wachsen noch und gedeihen. Die Abenteuerglocke kann ich auch noch nicht aktivieren. Wir gucken mal im Shop, was es zu kaufen gibt. Na los. Dum, 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 dum. Ah, und wir können uns ein neues Schwert kaufen. Oh, wir können uns sehr viele neue Schwerter kaufen. Einhornklinge. Ja, warum sollte ich mir die Einhornklinge kaufen, wenn ich direkt die Weißfalkenklinge kaufen kann? Die macht einfach noch Heilung. Let's go. Kaufen wir uns die. Buja! Ausrüsten? Natürlich, sofort. Rüstung. Auch hier gilt, wir kaufen uns wieder das Beste. 26 Äpfel. Let's go. Neue Ausrüstung anlegen? Ja.
Geh mal in den Apfelshop. Ich bekomme ein Geschenk. Bitte warten. Ah, da oben ist ein Geschenk. Ah, die bekommt man täglich, ne? So, man kann ja auch 50 Äpfel kaufen für 50 Cent. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, wir haben jetzt Rüstung gekauft. Wir haben das gekauft. Hilfs-Items, ganz wichtig. Hier gibt es Bücher. Die Wirkung ist dauerhaft, steht da. Man kann sich also dauerhaft 1,2 mal mehr Fragmente erfarmen. Das sollte man, glaube ich, relativ zeitig kaufen. Ich habe 300 Äpfel. Ich glaube, ich mache das jetzt auch direkt. Diese zeitlich begrenzten sind halt kacke. Aber diese dauerhaften, ich meine, in jeder Mission einfach 1,2 Fragmente mehr bekommen, ist schon echt wichtig. Und Gobby, nee, Unicorn, doch, Gobby ist auch da. Gobby und Unicorn, herzlich willkommen. Weiß jemand, wie man Groß- und Kleinschreibung von seinem Namen hier ändern kann? Ja. Unter Einstellungen. Du klickst oben rechts auf deinen Kopf. Dann Einstellungen. Und dann bist du schon da. Dann steht der Anzeigename. Also Benutzername steht da und dann steht da Anzeigename. Bei Anzeigename kannst du Groß- und Kleinschreibung eingeben. Auf dem PC. Auf Handy womöglich komplett anders. So, was nehmen wir jetzt? Dieses Buch verursacht eine Aufwertung aller Werte, wenn du den Magiebeam als Rolle wählst. Oh, eine dauerhafte Aufwertung aller Werte. Schwerthammer, Heldenschwert. Dadurch, dass wir 300 haben, kaufen wir uns das jetzt. Mehr Geschenke beim Läuten der Glocke. Komm. Das ist eine gute Investition, wenn wir ab sofort immer mehr Geschenke kriegen. Boah, was? Wir kriegen seltene, bessere Fragmente. Ich glaube, ich kaufe alles einmal. Wir haben so viele. Ich meine, diese Boosts gelten halt ab sofort und für immer. Und so viele Missionen, wie ich jetzt schon wieder getan habe, hätte ich halt einfach schon so viel mehr bekommen. Die Rückgewinnung von Elan. Belohnungen von Sternentruhen. Ja. Ich will einfach bessere Belohnungen kriegen, Mann. Seltene Fragmente. Das lohnt sich halt einfach, glaube ich. Diese Boosts lohnen sich. Alter, okay, jetzt wird's teuer. Gib nicht alles aus, Toda, weil du brauchst die Äpfel noch, um Missionen zu kaufen. Das sind immer so 10 Äpfel oder so. Ansonsten musst du halt immer warten. Du kriegst pro Tag kriegst du Äpfel geschenkt. Aber wenn du keine Äpfel hast, dann musst du halt immer einen Tag warten, bis du weiterspielen kannst. Zu viel Äpfel gibt Dünnschiss. Oh mein goodness. Komm, die kaufe ich mir hier noch. Stufe 2 kaufe ich mir noch. Jetzt habe ich überall Stufe 3. Jetzt habe ich noch 80 Äpfel. Jetzt wird es langsam... Guck mir eben ein Best-of an. Komme gleich wieder. Gobby. Okay. So, jetzt habe ich noch 30 Äpfel. Ich glaube, die, ja, die benutze ich dann für andere Dinge. Pferdeäpfel. Ich kann noch mehr boosten. Was? Oh, okay, jetzt kriegen wir... Dadurch, dass wir Sachen gekauft haben, bekommen wir einfach Äpfel. Also, wir bekommen einfach wieder Äpfel. 57 Äpfel bekommen. Ja, okay. Dann kann ich mir ja doch wieder was kaufen. Steffi! Schön, dass du hier bist. Drück mal auf Folgen. Dich kenne ich ja aus YouTube. Ne? Du hast noch nicht gefolgt. Hier gibt es übrigens Geheimwörter, die man nennen kann. Da habe ich auf unserem Discord zwei Geheimwörter euch gepostet. Das eine heißt irgendwie Apfel. Und das andere heißt, das andere war, was war denn das andere? Kirby Clash oder sowas. Da bekommt ihr dann auch Äpfel geschenkt. Steht alles auf Discord. Einfach auf den Server unter Neuigkeiten gucken. Und hier bei den Amiibos bekommt man irgendwelche Splitter. Relativ uninteressant.
Ja, löst die kurz ein, Toda. Und wie gesagt, wenn du hier unter Neuigkeit das Spiel startest, bekommst du auch nochmal Äpfel geschenkt. Yeah. Holy Steffi, vielen lieben Dank für dein Follow. Herz geht raus. Dieses Bild ist einfach so erschreckend. Hier ist irgendwo eine Kirby News. Von dort musst du das Spiel starten. Dann gibt es auch nochmal 10 Äpfel. Da, hier. Lukas, herzlich willkommen. Da, Spiel starten und es gibt 10 Äpfel, steht da. Hältst du 10 Äpfel. Und wenn du Nintendo Online hast, gehst du hier in den eShop. Da gibt es auch nochmal Äpfel. 100 Äpfel. Das Bild ist einfach nur verstörend. Das ist alles. Hier. Du gehst in den eShop. Dann gibt es hier Items im Spiel. Juwelen, Äpfel. Klickst darauf. Und kannst du hier kostenlos die runterladen. Das geht aber nur, wenn du Nintendo Online hast. Wieso sind Abos hier so teuer? Flipman. Die Preise kann ich nicht bestimmen. Aber Flipman. Im September kosten die Preise nur, also kostet es nur halb so viel. Sprich, ein Sub kostet hier diesen Monat nur 2,50. Ab nächsten Monat sind es die regulären Preise 5 Euro. Wer braucht kostenlose Äpfel, wenn ich mir für 40 Euro 5000 Äpfel holen kann? Jonas, Alter. Etzala. Du hast doch einen Schaden. So, Story. Ich habe den Vulkan freigespielt, Leute. Aber ich glaube... Ich glaube, wir machen jetzt 14 Zuschauer. Ich glaube, wir ändern, wir machen jetzt irgendwas anderes, oder? Wollen wir was anderes spielen? Wollen wir was anderes spielen? Wenn ja, die Frage ist, was wollen wir spielen? Nackenschmerzen sind am Start. Muti, warum hast du Nackenschmerzen? Dead by Daylight, SNES. SNES geht sogar online, ne? Aber es leckt halt auch wie Kacke. Wie ist Twitch? Set Snipe. Schön, dass du... Wo kommt ihr auf einmal alle her? Schön, dass du da bist und Good Guy ist auch am Start. Mach doch bitte online. Alter, es leckt nicht. Es leckt nicht! Aber der Stream leckt, ne? Dafür. Nee, ich habe Encoding. Nice. Ich habe heute wieder Encoding bekommen. Das heißt, ich darf den Stream nie wieder beenden. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht bekommen habe, sind meine Emojis. Ich habe ganz viele Emojis hochgeladen, die ihr Twitch-weit benutzen könnt. Nicht nur auf diesem Kanal... Das finde ich auch sehr geil. Auf YouTube könnt ihr den immer nur auf dem eigenen Kanal benutzen. Genau, Toda. Mit den, genau, da kannst du auch nochmal Äpfel holen. Würde gerne rausgehen, aber Basti ist nicht da. Uff, hä, du kannst doch auch alleine rausgehen ohne Basti. Lukas, shit, bin gerade on in Kirby und wollte gerade mitspielen. Wir können gerne noch eine Party-Mission machen. Let's go. Online. Also ich kann wirklich nur sagen, das Spiel ist... Es ist jetzt zwar kein... Ja, nennt mir mal ein geiles Spiel. Mir fällt gerade keins ein. Angenommen, ihr mögt Fortnite. Das ist halt kein Fortnite, aber hey, es ist kostenlos. Etzala. Okay, das war ein scheiß Beispiel. Lade mir das Spiel gerade runter. Majora's Mask ist geil. Ich werde demnächst auch ein paar alte Spiele spielen. Zum Beispiel Luigi's Mansion 1. Majora's Mask steht jetzt nicht auf dem Plan. Aber wie heißt das andere Spiel? Wie heißt das andere Zeldas? Ich habe noch ein anderes Zelda auf meiner Streamingliste, was ich spielen will. Dessen Namen ich gerade nicht weiß. Halte Klingenausrüstung. Meistere mit Klingenausrüstung. Link to the Past? Nein, das andere Zelda. Das Zelda für die Wii. Das habe ich auf meiner Liste. Nur was mit Shadow. Nee, Twilight Princess, genau. Genau, das habe ich. Twilight Princess. Und Link's Awakening, das kommt übrigens in 6 Tagen raus. Das werden wir auch spielen. Darauf hab... Ey, das muss ich mir noch vorbestellen. Übrigens, wenn man sich das vorbestellt, ich kann euch... Ich kann mal ganz kurz... Ist das Werbung, wenn ich Werbung mache? Auch wenn ich nichts dafür bekomme. Ich kenne eine Seite, da kostet das Spiel nur 44 Euro statt 54. Und wenn ihr es vorbestellt, bekommt ihr ein kostenloses Zelda-Poster. Richtig geil. Ihr bekommt ein Poster, Leute.
ein Zelda-Poster. Wie geil ist das denn? Das kann ich mir hier so aufhängen. Und dann kann ich den Greenscreen abhängen. Oh, wenn ich einen Freund empfehle, bekomme ich $2. Etzala. Was ist, wenn ich 10 Freunden empfehle, bekomme ich dann 20? Wahrscheinlich funktioniert das nicht so. Okay, Lukas und Ilias sind da. Drücken wir mal rauf. Wann streamst du eigentlich ohne Greenscreen? Das Problem ist, wenn ich jetzt den Greenscreen abhänge, ist hier einfach nur eine weiße Wand. Willst du wirklich statt das hier eine weiße Wand im Hintergrund sehen? Also bei anderen Twitch-Streamern ist halt so, ist es halt echt schön designt, ne? Die haben halt irgendwie immer so ein Ikea-Regal zu stehen. Das Regal habe ich übrigens auch zu Hause. Irgendwie hat jeder Twitch-Streamer ein Ikea-Regal. Kallax heißt es, glaube ich, das Regal. Habe ich auch zu Hause. Und jeder hat eine LED-Lampe im Hintergrund, die dann Farbwechsel macht. Also man sieht da schon ein Muster. Aber ich habe eine weiße Wand im Hintergrund. Das ist natürlich wunderschön. Ich glaube, manche Leute scheinen einen Gedanken hinter Huch nicht so ganz verstanden zu haben. Ein Poster, damit kann ich dann mein Katzenklo auslegen, oder wie? Alter. Bin gerade im Keller. Was machst du denn im Keller? Ich möchte das alte Design, wie bei Cuphead. Oh ja, das Design bei Cuphead war eigentlich auch ziemlich geil. Das Problem ist, ich habe die Halterung. Das ist alles kaputt gegangen, Jonas. Damals, als ich umgebaut habe, ist die Halterung auf den Boden gefallen. Mein dritter Monitor ist komplett zerstört worden. Das heißt, ich habe aktuell nur noch 2 Bildschirme und ich kann das alte Design nicht mehr herstellen. Aber es war eigentlich schon ganz geil, ne? Problem ist da halt, als ich da gestreamt habe, war ich halt wirklich voll down, depressiv und so. Es war so kurz nach meiner Trennung. Meiner Freundin damals. WoW ist kacke, Stream SNES. Und deswegen hatte ich damals in dieser Down-Phase meine Wohnung umgebaut. Und irgendwie war ich dann teilweise zufrieden, aber teilweise auch nicht zufrieden. Drückt mal alle bereit! Loot-Monitor ist kaputt. Hä? Nee, müsste funktionieren. Sorry, Bronny, wenn ich die Ausrüstung spoiler. Alles kein Problem, Lukas. Ich habe die Ausrüstung schon gesehen. Also die nicht. Ich habe krassere Ausrüstung gesehen. Glaube ich. Stream SNES. Okay. Emojis auf Twitch sollte man verbieten. Warum? Du kannst übrigens, mein Bot erlaubt es dir, Emojis auf Twitch zu spammen. Z-Snipe, spam mal Emojis und schau dir den Stream an, was dann passiert. Mach mal. Okay, Jonas hat's getan. Ich find's eigentlich voll witzig. Also noch nervt's mich nicht. Vielleicht euch, aber mich nicht. Gleich einkaufen gehen. Wenn du übrigens auf Folgen klickst, was ihr ja schon alle getan habt, dann gibt's eine Emoji-Explosion. Oh, Overwatch-Emojis. Wie geil ist das denn? Der sieht aus wie ein YouTuber. Ey, der hat nicht mal... Flipman, der Typ hat nicht mal seinen Hintergrund gegreenscreened. Der Typ hat nicht mal seinen Hintergrund gegreenscreened. Das ist einfach weiß. Wer lädt denn so eine scheiß Emojis hoch? Ganz ehrlich. Ich muss seit einer Woche... Meine Emojis sind seit einer Woche in Prüfung. Das regt mich so auf, Leute. Das regt mich einfach so auf. Ich muss noch bis zu 80 Tagen warten. Hä, das ist genau die Bannzeit. Meine Emojis werden genau dann freigeschaltet, wenn ich auf YouTube wieder freigeschaltet werde. Boah, Doppelmoral. Dann hätte ich wieder Emojis. Aber gegebenenfalls streame ich dann gar nicht mehr hier. Salah. Was ist das für ein Kind, Snipe? Wen hast du denn da abonniert? Ihr könnt ja die Emojis nur benutzen, wenn ihr sie abonniert. Erhalte mit Medo Blabla Ausrüstung. 17? Warum eine 17?
Letzte Runde, glaube ich. Dann raiden wir jemanden. Da mache ich aus, dann esse ich Käse und dann spielen wir WoW oder so. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Käse liebe? Ich habe mir Käse gekauft, was paniert ist. Das klingt voll eklig, oder? Es ist aber Weichkäse, Ziegenkäse, Schafskäse, keine Ahnung. Mozzarella-Käse? Ich glaube Mozzarella. Und innen drin ist da noch eine Jalapeno. Und dann draußen ist eine Panade. Voll geil. Und dann mit scharfer Soße noch. Lecker. Voll lecker. Und das ist halt backen. 17 ist die beste Zahl. Warum? Was ist denn 17? An 17 so toll? Ich grille gleich. Oh, Roundspark. Wieso hast du mich nicht eingeladen? Du wohnst doch im Schwarzwald, oder? So. Viel Spaß beim Grillen. Es sollen übrigens 30 Grad sein oder werden am Wochenende. Ich weiß nicht. Bei mir ist Jalousie alles unten. Bei mir ist es dunkel. Ich weiß nicht mal, ob es gerade hell draußen ist. Ist es hell draußen? Alexa, wie ist das Wetter? Alexa, stopp! Ich weiß nicht, ob Alexa meine Adresse liegt, wenn ich jetzt nach Wetter frage. Brownie wohnt auch im Schwarzwald. Also schwarz ist es schon mal in meinem Zimmer. Im Wald nicht. Im Weißwald. What? Okay. Dafür müsste man jetzt regelmäßig Pizmeets gucken. Alexa, wie komme ich zum Schwarzwald? Es gibt gerade... Der schnellste Weg dauert 18 Minuten und es ist wenig Verkehr, hat Alexa gesagt. Aber ich glaube, es ist eine Schwarzwaldstraße in Berlin. Ich glaube, es handelt sich um ein Missverständnis. Schwarzwald ist sehr, sehr groß. Oh, hier gibt es eine Kiste. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Kiste? Bedeutet das, wenn ich diese Mission mache, gibt es jetzt... Eine Sternmission wartet! Was ist denn eine Sternmission? Meistere? Nee. Ich verstehe es nicht. Egal. Let's go. Wir machen die Mission. Eventuell gibt es eine Kiste. Was? Mit Schwarzwaldstraße? Es gibt eine Schwarzwaldstraße in Berlin, wie es aussieht. Wo wohne ich? Das, good guy. Das lese ich jetzt nicht vor. Aber ihr könnt Alexa... Stopp. Sowieso nicht hören. Nur ich. Weil die steht nämlich neben meinem Bett. Genau. Ich glaube, letztens meinte irgendwie Toffi, warum sollte er pum 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 neben sein Bett stellen? Und genau das ist bei mir passiert. Das Ding ist mein Wecker nachts. Also morgens. Ich sage immer kurz vorm Schlafen gehen, pum pum pum, wecke mich um 6 Uhr. Und dann sagt das Ding, okay. Und dann weckt es mich um 6 Uhr. Das ist mega nice. Und wenn ich dann nicht aufstehen kann, weil ich wieder übermüdet bin, weil ich die ganze Nacht WoW gezockt habe, dann sage ich einfach, hey, spiel mir jetzt Musik. Und dann dröhnt es so Musik in mein Ohr. Und dann bin ich wach. Und wenn ich dann nicht weiß, was ich anziehen soll, frage ich einfach schnell, kurz vor meiner Garderobe, wie ist das Wetter? Er sagt mir das Wetter. Und dann, ne, voll schön. Dieser Alexa neben Bett. Voll schön. Und ich habe in meinem Schlafzimmer, ich habe ja nur ein Zimmer, eine WLAN-Lampe. Und die kann Alexa an- und ausschalten. Auch mega schön. Du legst dich in dein Bett und sagst einfach, Licht an. Das Licht geht aus. Du kannst, glaube ich, sogar irgendwie Folgen machen. Wie nennt man das? Events. Nein. Du kannst irgendwas definieren, dass zum Beispiel, wenn du den Wecker stellst und der Wecker klingelt, Alexa dann auch das Licht anmacht, während der Wecker klingelt. Das ist im Winter ziemlich praktisch, weil wenn du im Winter um 6 Uhr aufstehst, ist es einfach stockfinster. Und wenn dann einfach Alexa das Licht dann anmacht, du kannst sogar definieren, dass es dann so einen Sonnenaufgang simuliert. Dann simuliert dir Alexa einen Sonnenaufgang und es klingelt. Wie geil ist das denn? Und dann kann auch Musik abspielen, alles gleichzeitig. Stellt euch vor, ihr schlaft schön im Winter, es ist stockfinster. Auf einmal geht das Licht an, bam! Auf einmal dröhnt Musik
Und der Wecker klingelt. Okay, vielleicht ist es ein bisschen too much. Aber es ist schon geil. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine WLAN-Heizung. WLAN-Heizungsregler. Der dann mir schön vorher 30 Minuten dann meine Alexa mir die Heizung anmacht, dass es schön warm ist im Winter. Also besser kann ein Wintermorgen nicht starten. Dann seid ihr richtig gut gelaunt. Geht dann vor die Tür und alles ist stockkalt und finster. Okay, spätestens dann ist die Laune wieder am Arsch. Aber davor war alles super schön. Ihr steht auf, es ist kuschelig warm. Es ist hell, es ist Musik da. Alles ist toll. Und dann geht ihr raus und es ist ein Scheißwetter. So, die Mission machen wir noch. Es gibt nämlich irgendwie eine Sterntruhe für die nächsten 56 Minuten. Ich kann nicht mehr reden, ich bin retarded. Dachschaden vorhanden. Sternmissionen sind Missionen, in denen Kisten auftauchen, die du zerstören musst. Nein, ich habe die Kiste nicht zerstört! Oder? Habe ich die zerstört? Ich habe gerade geredet und nicht geguckt, was ich mache. Wollte eine Runde mit Randoms spielen. Was passiert? Netzwerkfehler. Wo ist denn die Kiste? Ich werde mal ein bisschen Borderlands spielen. Viel Spaß in Borderlands. Ich werde gleich Käse backen. Wieso sage ich das? Das interessiert mich nicht. Da ist die Mist. Da ist die. Nein! Haben wir die Kiste jetzt zerstört? Oder habt ihr vorher das Monster zerstört? Ich glaube, ich hatte keine Zeit, diese Kiste zu zerstören. Weil ihr das Monster schon getötet habt. Das war gerade richtig dumm von mir, oder? Ist die Kiste kaputt? Nö, ich habe die Kiste nicht zerstört. Ich habe sie zerstört. Ah, nice, du hast sie zerstört. Die Sterntruhe ist offen. 6 Äpfel, mega. So, gucken wir mal, ob wir noch mehr Sterntruhen-Missionen haben. Brownie flippt aus. Ah, ich habe dieses Ding nicht mehr. Warte mal. Plus. Medienquelle. Brownie flippt aus. So. Durchsuchen. YouTube. Aufnahmen? Wo ist denn das? Wo habe ich das denn gespeichert? Hier habe ich das gespeichert. Öffnen. Datei schließen, wenn inaktiv. Geschwindigkeit 100%. Okay. Oder ist das Marianne? Moment mal. Oder ist das Marianne? Brownie, ich habe heute was Schlimmes getan. Nein! Hat's funktioniert? Wieso habe ich es nicht gehört? Ich habe es nicht gehört. Aber wenn ihr es gehört habt, dann ist es in Ordnung. Ich muss es nicht hören. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. So. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache aus, aber ich bin immer noch hier. Ist das jetzt Marianne oder nicht? Uff. Ich würde sagen, wir machen jetzt aus. Ach komm, wir machen noch eine Mission, Mann. Meister sie innerhalb von 25 Sekunden. Die haben wir schon gemacht. Meistere die Mission mit mindestens Level 14. Siege mit Tornadoschlag. Meistere als Magier. Let's go. Magier. Und aufbrechen. Wir haben übrigens Heldenmission Level 91 bekommen. Mit Level 100 kriege ich, glaube ich, kann ich bis Level 30 dann leveln. Das war das Erste, was du mir auf Snapchat geschickt hast, du Nudel. Ja. Und wir raiden gleich jemanden, okay? Oh, ich muss spielen. Was tue ich? Ich fliege durch die Gegend.
Wir raiden gleich jemanden und dann gehe ich, dann mache ich einen neuen Stream an und ihr werdet das alle nicht mitbekommen. Soll ich schon mal anmachen? Mach doch. Ah, dich werde ich nicht raiden, Leso. Ich habe dich gestern geraidet. Jetzt muss ich jemand anderen raiden aus meiner Liste. Ich muss heute jemand anderen raiden. Ich weiß nur noch nicht wen. Oh, ich habe hier jemanden auf Folgen, der online ist. Vielleicht raide ich den. Ich bin jetzt übrigens auch einen neuen PC. Du hast jetzt einen neuen PC? Flippen! Brownie rastet aus. Nein. Geil. Geil. Und was spielst du jetzt auf deinem neuen PC? Was spielst du jetzt auf deinem neuen PC? Das ist doch mal richtig geil, Mann. Wen raiden wir jetzt? Ach, Leute, ich hasse es. Ich hasse diese ganzen Wartebildschirme. Wenn ich auf Twitch was live sehen möchte, dann möchte ich doch nicht einen Wartebildschirm sehen. Also ja, es hat schon irgendwie seinen Sinn, warum die Leute das machen. Aber hey, wenn ich auf Twitch spontan irgendwas live sehen möchte, möchte ich doch irgendwas sehen, außer ein Ladebildschirm. Ist so. Oh, das ist geil. Die raiden wir jetzt. Wieso wird der erste Eierkuchen immer kacke? Ja, wird er, Jesse. Deswegen tue ich den immer direkt in die Tonne werfen. Das ist halt einfach, weil noch zu viel Fett in der Pfanne ist, weil das Fett vielleicht noch nicht heiß genug ist und so weiter und so fort, et cetera. Einfach den ersten Eierkuchen nicht so viel Teig benutzen, den schön ausbreiten, richtig kacke machen, in die Tonne werfen und dann ist gut. So, Gruppe wird aufgelöst. So. Wir raiden die Person. Ich weiß zwar nicht, was mit der nicht in Ordnung ist, aber irgendwas stimmt mit der nicht. Das ist perfekt, Mann. Das ist einfach perfekt. Let's go! Raid beginnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde auch noch mal streamen in wenigen Minuten oder so. Aber ich will nicht in einem Stream mehrere Projekte machen. Ich bin immer noch zu sehr YouTube. Battle Nerds, die streamen doch schon lange nicht mehr. Das streamt doch irgendwie nur noch Omis mit dem Pseudonym Battle Nerds. Weil eigentlich ist es immer nur Omis, der das streamt. Nee, das unterstütze ich nicht. Raid geht raus. Bis später, meine Lieben. Tschüss. Oh, jetzt muss ich noch 10 Sekunden warten. La 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 la. Bis zum nächsten Mal, Leute. Denkt dran, mich zu folgen, falls dies noch nicht geschehen ist. Bis bald.